vielleicht mal einen Blick auf die Vitamine B1, B9, B12. Wir haben bei der Stoffwechsellage eine Störung beim Diabetiker zu erwarten im Stoffwechsel des Thiamins. Die Thiaminaufnahme funktioniert nicht mehr richtig in die Zelle. Und aus dem Grunde macht es keinen Sinn, die Transketolase zu messen in der Zelle, sondern man sollte messen den Thiaminspiegel im Plasma. Die renale Clearance-Rate ist enorm erhöht und da sind Arbeiten von Tonelli aus dem Jahre 2003, kann man sagen. Und zwar sind die Raten an Ausscheidungen von B1 viel stärker bei Typ-1-Diabetikern als bei Typ 2, wegen der gestörten Nierenfunktion. Die Achillesferse des Typ-1-Diabetikers ist die Niere. Die Achillesferse des Typ-2-Diabetikers sind die Gefäße. Und beide Nährstoffe, das B9, die Folsäure, aber auch das B12, werden durch Metformineinnahme gesenkt. Und begleitend steigt an letztendlich ein Wert, der sehr starke einen starken Störfaktor darstellt, das Homocystein. Das müsste mindestens kontrolliert werden bei jedem Diabetiker. Das wird hoffnungslos nicht gemessen in Deutschland. Da misst man lieber Gesamtcholesterin. Was gestört wird durch Metformin, ist der wichtigste Mechanismus der B12-Aufnahme, der zu 99% abläuft. Und zwar die Aufnahme des Komplexes aus dem Intrinsikfaktor, der gebildet wird und der kalziumabhängig aufgenommen wird ins Blut. Und viele Patienten nehmen ja beides ein, nicht nur Metformin, auch begleitend PPIs. Das ist eine wunderbare Kombination, um langsam dement zu werden. Ein latenter B12-Mangel steigert sehr stark die Hirnatrophie. Und das sind mal die Effekte, die Homocystein hat auf die Gefäße und auf das kardiovaskuläre Risiko. Letztendlich treiben wir das ganze Gefäßrisiko enorm an durch erhöhte Werte an Homocystein. Und es gibt da, glaube ich, sogar eine Studie, ich weiß nicht, von 2013 oder was ist die, B12-Gabe mit Omega-3-Fettsäuren, wo Omega-3-Fettsäuren den Effekt auf das Homocystein noch verbessert haben. Und hier würde ich sagen, wenn ein B12-Mangel vorliegt oder wenn solche Medikamente eingenommen werden müssen, dann bitte begleitend die Gabe von B12 als Methylcobalamin und vielleicht auch die Folsäure in der methylierten Form. Und bei vorliegenden Neuropathien ist empfehlenswert vor allen Dingen die Kombination Benfotiamin, das lipidlösliche Thiamin, in Verbindung mit Alpha-Liponsäure. Das hier ist das Benfotiamin.